Joachim von Fallor. Wir warten auf den großen Sieger des gestrigen Abends, der ja hier, wir haben es gerade besprochen, möglicherweise dann auch Armin Laschet ein bisschen Beruhigung hat überleiten können. Ja, so ist das. Wir warten auf Rainer Haseloff. Noch ist er nicht im Haus. Es kann sein, dass er mit der Limousine reinfährt. Vielleicht aber stellt er sich auch noch den wartenden Journalisten. Volker Bouffier, der stellvertretende Parteivorsitzende, ist gerade angekommen. Und der andere Stellvertreter, nämlich in Spanien, haben wir ja eben teilweise auch schon in eigener Sache gehört. Die CDU ist insgesamt natürlich hoch erfreut über den Ausgang des gestrigen Abends. Das sah ja lange Zeit nicht so aus. Die Demoskopen hatten auch völlig andere Zahlen. Noch vorgestern hieß es ja ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und insofern war man auch hier bei der CDU positiv überrascht, wie weit Rainer Haseloff die CDU von der AfD distanzieren konnte. Welche Rückschlüsse lässt das nun zu? Zum einen natürlich ist das natürlich Rückenwind auch für die Bundes-CDU. Stellen Sie sich mal vor, es wäre anders gelaufen, was dann hier in der Republik und vor allen Dingen hier im Adenauerhaus los wäre. Aber man darf auch nicht überpacen, denn der Amtsbonus, den Rainer Haseloff zweifelsohne hatte, die Integrität seiner Person, 70% der Sachsen-Anhaltiner wollten ihn als Ministerpräsident. Das muss sich Armin Laschet erst hart erarbeiten. Und das wird er nur schaffen, wenn die Partei sich hinter ihm versammelt. Und dazu gehört auch die CSU. Markus Söder hat gestern sehr freundlich und brav Rainer Haseloff gratuliert. Kein Wort zur CDU hier im Bund, auch nicht zu Armin Laschet. Also da gibt es weitere Gräben auch in der CDU. Die müssen dringend zugeschüttet werden und gemeinsam gekämpft werden. Das Präsidium wird gleich beginnen. Ob Rainer Haseloff, wie gesagt, vorher vor die Kameras tritt, ist unklar. Nachher wird er mit dem Parteivorsitzenden Armin Laschet hier erscheinen. Aber der ein oder andere Präside hat sich hier vorhin schon geäußert vor den Kameras neben Jens Spahn. Zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende der CDU, Ralf Brinkhaus. Markus Söder ist ja mit gewesen, hat ja auch Wahlkampf in Sachsen-Anhalt gemacht und das war eine Gemeinschaftsaktion. Armin Laschet hat unterstützt, die Bundespartei hat unterstützt, aber in erster Linie ist das auch ein grandioser Sieg für die Freundinnen und Freunde in Sachsen-Anhalt und Rainer Haseloff. Heute ist ein Tag, da freuen wir uns. Hatten wir nicht immer Anlass zu in den letzten Wochen und in den letzten Monaten und jetzt haben wir viel, viel Rückenwind für die nächsten Wochen für den Bundestagswahlkampf. Ja, in Sachsen-Anhalt geht es ohne die CSU, das ist richtig, aber in Deutschland geht es nicht ohne die CSU. Das ist ein starkes Ergebnis, 37%, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein tolles Ergebnis für Rainer Haseloff, für die CDU in Sachsen-Anhalt und es gibt der ganzen CDU und der Union in Deutschland Schwung. Zur AfD, die hat sich doch als relativ stabil erwiesen. Hat sie sich jetzt stabilisiert in der deutschen Politiklandschaft? Naja, sie ist geschwächt, aber sie ist immer noch zu stark, gar keine Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Kurs von Haseloff, klare Abgrenzung, klare Nicht-Kooperation, die AfD ist nicht bürgerlich, sie ist nicht konservativ und diese klare Auseinandersetzung und Abgrenzung, die hat bei diesen Wahlen jedenfalls einen großen Erfolg uns eingetragen, der CDU insbesondere, und das ist sehr positiv. Das ist ein Erfolg und aus dem muss man das Beste machen, auch bundespolitisch, indem man ihn auch richtig interpretiert. Es ist völlig unbestritten ein Erfolg für Rainer Haseloff, für seine Person. Die Wählerinnen und Wähler wollten ihn als Ministerpräsident behalten. Sie haben damit auch die CDU gewählt, das ist nämlich seine Partei. Und es gibt uns Schwung, auch für den Wahlkampf. Es sagt nichts aus über die Bundestagswahl und wie sie ausgeht. Das wäre ein Fehler, wenn man einen schönen Erfolg überinterpretiert. Ist kein Grund, dass wir jetzt irgendwie selbstzufrieden werden, sondern wir müssen weiter hart kämpfen. Wir haben wieder gelernt, im Osten ist der Hauptgegner der CDU die AfD, im Westen ist der Hauptgegner der CDU die Grünen. Das sagt leider auch etwas aus über die Auseinanderentwicklung zwischen Ost und West. Das ist auch ein Thema, das man sieht. Aber das ist kein Indikator für die Bundestagswahl. Das wäre übertrieben und darum auch ein Fehler, der uns nicht guttun würde. Aber es gibt uns Schwung. Es macht gute Stimmung. Und das ist für den Wahlkampf schon mal ganz gut. Und so gehen wir dann auch in die Sommerpause rein. Es geht immer ein bisschen auch, wie soll ich mal sagen, eine vitale Spannung zwischen CDU und CSU. Das ist eigentlich ganz okay. Nichts Schlimmes.
Ja, soweit also Norbert Röttgen, der ja auch gerne Parteivorsitzender werden wollte. Insgesamt also ist man erfreut bei der CDU. Armin Laschet, der Parteivorsitzende, hat gerade das Adenauerhaus betreten. Und aus dem Augenwinkel habe ich gerade eine Limousine in die Tiefgarage fahren sehen. Ob das Rainer Haselhoff war, kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil ich es nur seitlich gesehen habe. Ich glaube, er ist noch nicht im Haus. Er kommt ja mit dem Auto hier aus Magdeburg an und wird es vielleicht gar nicht ganz pünktlich schaffen. Das wird man ihm aber verzeihen, denn er, Rainer Haselhoff, ist der große Wahlsieger am gestrigen Sonntag. Über 7% Zugewinne. Das letzte Mal war das vor 4 Jahren in Nordrhein-Westfalen der Fall. Danach hat man hier im Konrad-Adenauer-Haus eigentlich mehr oder minder eine Niederlage nach der anderen verdauen müssen. In so gesehen ist es für den neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet natürlich auch eine Rückendeckung, zumal vorher nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch öffentlich spekuliert wurde, kann man überhaupt mit Armin Laschet auch Landtagswahlen gewinnen. Viele im Osten wollten ja lieber Friedrich Merz oder hinterher dann Markus Söder. Aber dieser Aspekt hat bei der gestrigen Wahl ganz offensichtlich keine Rolle gespielt. Aber möglicherweise doch der Aspekt, dass Rainer Haselhoff sich sehr deutlich auch durchaus von Armin Laschet abgesetzt hat und auch vom Bund abgesetzt hat und immer wieder darauf hingewiesen hat, das ist Sachsen-Anhalt ein Bundesland und nicht der Bund. Also diese Abgrenzung, die muss er jetzt quasi auch wieder so ein bisschen zurücknehmen, obwohl er sich ja geäußert hat gestern noch dazu, dass er wieder die Politik für Sachsen-Anhalt machen will und sich da vom Bund auch nicht reinreden lassen will. Ja, das ist richtig und auch nicht ganz, weil Rainer Haselhoff war in der Tat für Friedrich Merz. Mit Markus Söder hat er so nicht gesagt. Und er hat dann aber als einer der Ersten auch den Schulterschluss gewagt mit dem neuen Parteivorsitzenden. So ist die Demokratie auch in einer Partei. Wenn einer gewählt wurde, dann müssen sich die, die den anderen wollten, dann mal hinter ihm versammeln. Das hat Rainer Haselhoff sehr frühzeitig getan. Aber Sie haben schon recht, es war eine Landtagswahl, das ist eine Binse. Insofern kann man jetzt nicht sagen, Armin Laschet ist da der große Gewinner, wie man umgekehrt auch nicht hätte sagen können, Armin Laschet kriegt das Ganze nicht in den Griff, wenn es gestern eine große Niederlage gegeben hätte. Aber natürlich schwingt das immer miteinander mit. Besonderheit gestern in Sachsen-Anhalt, neben dem Ministerpräsident, der ja eigentlich aufhören wollte, seine persönliche Beliebtheit, ist auch die gesamte Art und Weise, wie Rainer Haselhoff die Politik in den vergangenen Wochen und Monaten angepackt hat. Er hat immer wieder auf die Spezifika im Osten hingewiesen. Er hat gestern Abend, wie ich finde, auch eine schöne Analyse gegeben, indem er gesagt hat, das, was vor allen Dingen bundesweit dort in den deutschen Talkshows diskutiert wird, das ist nicht das, was die Menschen vor allen Dingen bei mir im Lande in Sachsen-Anhalt bewegt. Wir müssen mehr mit den Menschen gehen und nicht mit irgendwelchen Kommentatoren. Und da hat er ausnahmsweise natürlich mal recht. Das sollte Politik im besten Falle leisten, dass sie die Probleme der Menschen lösen. Und diese Menschen werden sie dann wählen. Und so ist es ja dann auch passiert bei Rainer Haselhoff. Aber auch ihm ist natürlich klar, dass die Polarisierung, sein deutlicher Kurs, den er übrigens mit Armin Laschet teilt, sich klar von der AfD abzugrenzen, auch viele Demokraten in Sachsen-Anhalt dazu gebracht hat, die CDU zu wählen. Jedenfalls, wenn man einen Strich drunter macht, hat Rainer Haselhoff alle Ziele erreicht, die er sich selber gesetzt hat und hat der CDU im Bund damit natürlich auch mächtig Rückenwind in einem Wahljahr mitgegeben. Und wenn wir jetzt auf die Sitzverteilung gucken, nachdem wir das vorläufige amtliche Endergebnis noch mal zitiert haben, dann sind da 97 Sitze zu vergeben im Landtag. Und es könnte sogar für eine Zweierkoalition reichen mit der SPD. Das wären dann die Mehrheit, von 49 Sitzen, die notwendig sind. In welche Richtung wird denn Rainer Haselhoff steuern? Ja, das ist schwer zu sagen. Vor 5 Jahren, das war ja in der Not geboren, das Zusammengehen mit der SPD und den Grünen. Ein Experiment, was nicht immer reibungslos geklappt hat. Wie hätte es auch können? Aber Rainer Haselhoff hat gerade in den letzten Wochen mehrfach die Grünen gelobt, auch gegen den Trend innerhalb seiner eigenen Fraktion in Sachsen-Anhalt. Da waren ja viele sehr unzufrieden mit den Grünen, die das Landwirtschaftsministerium bekommen haben. Und es ist kein Geheimnis, dass man auch auf den Ministerpräsidenten einwirken wird, dass man die Grünen nicht mehr in der Regierung haben will. Gemeinsam mit der SPD und nur einer Stimme Vorsprung zu gehen, Armin Laschet macht das ganz erfolgreich in Nordrhein-Westfalen mit der FDP, das kann sich Rainer Haselhoff überlegen. Es bleibt natürlich ein Risiko, zumal die Sozialdemokraten natürlich ihre Wunden lecken müssen, nur noch einstimmig dort und auch hier im Bund versuchen sie es ja schon seit Monaten, eigentlich ihr alter Fehler mitzuregieren und gleichzeitig Opposition
Opposition zu sein. Also ich glaube, da muss zunächst auch eine Klärung erstmal bei den unterlegenen Sozialdemokraten, die ja zu den Verlierern des gestrigen Tages gehören, in Sachsen-Anhalt herbeigeführt werden. Und dann wird Rainer Haselhoff das sicherlich entscheiden. Es bleibt auch in Sachsen-Anhalt bei der geübten Praxis, dass der Ministerpräsident und seine Fraktion alleine entscheiden werden, mit wem sie gehen. Das wird Armin Laschet hier im Adenauerhaus sicherlich gar nicht beeinflussen wollen. Armin Laschet wird zufrieden sein, wie das gestern gelaufen ist. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man sich vorstellt, es wäre andersrum gelaufen, dann wäre die Situation für ihn durchaus schwieriger. Und Armin Laschet ist gut beraten, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Die Schwäche der Bündnisgrünen im Osten ist allgemein bekannt. Dass sie gestern wirklich nur ganz wenig zulegen konnten, ist eine Überraschung des gestrigen Tages. Sollte aber nicht verhehlen, dass das natürlich vor allen Dingen in Westdeutschland bei den Grünen ganz anders aussieht. Und die Wahlen werden im Westen gewonnen. Deswegen muss die CDU, und das hat Armin Laschet von Anfang an, seitdem er Parteichef ist, natürlich die Parole ausgeben. Der Hauptgegner im Bund bei der Bundestagswahl sind zunächst die Bündnisgrünen. Mag sein, dass es, wenn es für die Union gut läuft, dann am Schluss im Bund auf ein schwarz-grünes Bündnis hinausläuft. Aber bis zum Wahlabend jedenfalls gilt es, die Grünen dort bloßzustellen, wo man sie bloßstellen kann aus Sicht der CDU. Und das wird Armin Laschet tun. Das hat er bereits die letzten Wochen und Monate getan. Und eine Sache darf Armin Laschet und dürfen die Wahlkämpfer hier im Adenauerhaus auch nicht aus den Augen verlieren. Trotz des tollen Ergebnisses gestern in Sachsen-Anhalt ist in der Analyse auch klar geworden, dass die CDU immer mehr an Kompetenzen verliert. Ich werde das gleich weiter ausführen. Jetzt zunächst Frau Klöckner, die stellvertretende Parteivorsitzende. Erstmal freue ich mich sehr über das Ergebnis in Sachsen-Anhalt für Rainer Haselhoff und seine CDU. Und wir waren ja als Bundes-CDU breit vertreten im Wahlkampfeinsatz. Als allererstes ist das natürlich der Verdienst von Rainer Haselhoff und seinem Team. Aber auch als gemeinsame CDU haben wir gekämpft in Sachsen-Anhalt. Und was mich besonders freut, ist, dass trotz aller Vorhersagen die AfD eben nicht stärkste Kraft geworden ist und dass die CDU Wahlen gewinnen kann, dass die CDU weit über 30% eingefahren hat. Und ich bin mir sicher, dass die Klarheit von Rainer Haselhoff, aber auch von Armin Laschet im Umgang mit der AfD viel dazu beigetragen hat. Weniger von der AfD Stimmen dazu gewonnen als von den anderen demokratischen Parteien. Ist gegen die AfD denn dann nicht wirklich ein Kraut gewachsen? Ist die jetzt so etabliert? Also man kann auch alles schlecht reden. Ich sage jetzt mal ganz klar, der CDU wurde das nicht zugetraut, was sie an Stimmen geholt hat. Und ich bin froh, dass sie die Stimmen geholt hat. Denn eines ist klar, die CDU gewinnt dann nicht, wenn sie rechter wird, sondern wenn sie breiter wird und wenn sie die Sprache der Menschen spricht und die Alltagsthemen eben auch anspricht. Und das ist nicht immer die Berliner Sichtweise oder der Blickwinkel aus hauptstädtischer Sicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Landesverbände auch die Themen ansprechen, die bei ihnen vor Ort in dem jeweiligen Landesverband auch eine Rolle spielen. Und es war klar, dass die CDU nie mit der AfD koalieren wird. Und diese Klarheit hat viele dazu bewogen, der CDU etwas Luft unter die Flügel auch zu geben. Für die Bundestagswahl jetzt 1:1 etwas abzuleiten, wäre sicherlich anmaßend. Aber es ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass auf der einen Seite man, wenn man im Team breit aufgestellt ist, und das war Rainer Haselhoff, sowohl mit den Mitgliedern aus der Bundespartei als auch mit seinem Team, dass man dann die Menschen anspricht vor Ort und auch wahrgenommen wird. Und für mich ist klar, also deshalb lerne ich das auch nicht daraus, sondern weil es für mich schon immer klar war, dass wir mit der AfD in keinster Weise irgendwie kooperieren oder koalieren. Ob es ein Saarland-Effekt ist, ist ein Sachsen-Anhalt-Effekt, ich hoffe. Aber wenn Sie sagen, nie kooperieren, nie koalieren, was ist dann mit Kandidaten wie Herrn Maaßen oder mit dem Werteunion-Vorsitzenden Otte? Müsste da nicht auch eine klarere Ansage kommen von der Bundespartei? Ja, klarer geht's doch gar nicht, was Herrn Otte angeht. Herr Otte glaubt, für die CDU zu sprechen, das tut er aber nicht. Die Werteunion ist überhaupt keine Vereinigung der CDU. Ich glaube, das haben wir schon sehr oft sehr deutlich gemacht. Und ich habe Herrn Maaßen nicht gehört, dass er für eine Koalition mit der AfD wirbt. Also auch da, glaube ich, sind wir sehr, sehr klar, auch wenn es einige nicht hören wollen, wir sind da sehr, sehr klar.
Klöckner, die stellvertretende Parteivorsitzende. In der Tat, seit gestern wird auch dem Letzten klar sein, zumindest in der Union, dass die Abgrenzung nach rechts funktioniert. Bei Rainer Haseloff tut sie das und im Bund wird sie auch funktionieren, denn Armin Laschet hat das vom ersten Tag an ausgegeben, klare Kante gegen die AfD. Aber ich wollte meinen Gedanken von vorhin ganz kurz noch ausführen für die Wahlkämpfer. Hier im Adenauerhaus ist auch klar, wenn man sich die Zahlen betrachtet, die Kompetenzwerte der CDU haben in den letzten Jahren gelitten, auch in Sachsen-Anhalt im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Bildung. Man muss klar sagen, dass die CDU in den meisten Bereichen da immer noch sehr gut dasteht, aber nicht mehr so gut, wie sie schon einstmals dagestanden hat. Da gilt es nachzuarbeiten und das ist die Überlegung natürlich auch für Armin Laschet, ob er da nicht doch innerhalb der nächsten 100 Tage auch personell gegenhalten muss, indem er eine Art Schattenkabinett benennt, beziehungsweise Kompetenzträger, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern. Denn das hat diese Wahl auch gezeigt. Die CDU hat in politischen Feldern, gerade was die Kompetenz angeht, durchaus Nachholbedarf. Aber wenn wir einen Strich drunter machen, alles in allem ist die Wahl gestern aus Sicht der CDU natürlich toll verlaufen. Das kann man nicht anders sagen.